Hallo und herzlich willkommen zu Parascha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parascha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Vetranan. Der Abschnitt beginnt bei 5. Mose 3, Vers 23 und endet bei Kapitel 7, Vers 11. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Die Sportstunden in der Schule habe ich geliebt. In England, wo ich aufgewachsen bin, spielten wir Fußball und Völkerball, Tennis und Rugby, Hockey und Cricket. Und weil ich in Sport relativ gut war, bestand bei mir keine Notwendigkeit zur Angst vor dem am meisten gefürchteten Teil jeder Sportstunde, der Teamauswahl. Du weißt schon, wo der Lehrer zwei Kids raussucht und ihnen sagt, sie sollen die Teams wählen. Die besten Kameraden suchten sie zuallererst aus und am Schluss wollten sie nur noch jemanden aussuchen, der keinen zu schlimmen Murks baut. Manchmal wurde der dicke Junge als letzter gewählt, manchmal war es der Unbeliebte oder vielleicht auch der super Intelligente, der einfach bloß nicht wusste, wie er den Tennisschläger richtig halten sollte. Ich bin mir nicht so sicher, was für Erinnerungen eine solche Szene in dir weckt. Vielleicht warst du derjenige, den der Lehrer als Teamleiter immer ausgesucht hat. Oder vielleicht warst du das unkoordinierte, unsportliche Kind, das immer bis zum Schluss übrig blieb. Wo auch immer du damals in der Reihenfolge dran kamst, sicherlich stimmst du mir in einem zu. Es ist etwas ganz Besonderes, als Erster ausgesucht zu werden. Da spürst du, dass du einen Wert und eine gewisse Wichtigkeit hast. Schließlich wurdest du ja vor allen anderen Kindern ausgesucht. Wir suchen uns jetzt den Faden von letzter Woche und nehmen ihn wieder auf. Mose rekapituliert die 40-jährige Wüstenreise. Bloß diesmal mit einem Kommentar. Übrigens, das ist ein Dreh- und Angelbund. Mose erklärt nämlich der neuen Generation, wer dieser Gott eigentlich ist und warum in aller Welt er uns als jüdisches Volk ausgesucht oder, um es mit dem auf Deutsch in dem Kontext üblichen Begriff zu benennen, auserwählt hat. Er erzählt ihnen von der Vereinbarung oder dem Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Und nochmals legt er ihnen die Termini und die Bedingungen vor. Als Moshe Rabbeinu nun von diesem Gott zu reden beginnt, den er kennengelernt hat, wird sehr deutlich, Mose will, dass die Menschen eines erfassen. Dieser Gott ist etwas Besonderes. Er ist völlig einzigartig. Es gibt keinen wie ihn. Und darum bringt es ja auch nichts, wenn man versucht, ein Standbild oder ein Gemälde von ihm anzufertigen. Er ist der unvergleichliche Gott. Aus diesem Grund rezitieren wir auch das Schma, das wir in diesem Wochenabschnitt finden. Wir bestätigen, dass unser Gott alleinig und einzig ist. Nun hört das Schma ja gar nicht mit Gott auf, sondern fährt mit dem Wehafta fort, das von uns handelt. Genauso fährt auch Mose fort und schildert uns, warum Gott uns auserwählt hat. Warum schließlich sollte er das tun? Wie Mose so richtig erklärt, wir waren nicht das einzig zahlreichste Volk auf Erden. Genauso wenig konnten wir behaupten, immer alles richtig zu machen. Mit anderen Worten, entsprachen wir also zunächst ganz und gar nicht dem sportlichen Schüler, der damals immer zuerst ausgesucht wurde. Nein, Gott sagt uns, dass er uns aufgrund seiner Liebe auserwählt hat und aufgrund seines Versprechens an Abraham Avinu. Aber wozu hat er uns denn auserwählt? Wenn wir in der Schule für Sportmannschaften ausgesucht wurden, sollten wir den Sport treiben und das Spiel gewinnen. Aber was heißt es denn, wenn Gott sagt, dass er uns auserwählt hat? Sollten wir ein Museumsstück sein, auserlesen und aufs Regal gestellt, weil wir so besonders sind? Nein. Gott hatte Zweck und Ziel mit uns. Wir sollten gegenüber den übrigen Völkern dieser Welt seine Repräsentanten sein. Wir sollten ihnen von diesem Gott erzählen. Spieler werden ausgesucht, um ihr Team zu repräsentieren. Genauso wurden wir auserwählt, um Gott zu repräsentieren. Und doch haben wir Gott im gesamten Verlauf unserer Geschichte nicht akkurat repräsentiert. Im gesamten Tanach lesen wir vom Versagen unseres Volkes, davon, wie beständig wir andere Götter gewählt und letztlich als Segen für den Rest der Welt ganz und gar versagt haben.
Und als Segen für die Welt hat er uns doch auserwählt, wie das Abraham weit in der Vergangenheit vor Bereschit erklärt hat. Aber werfen wir noch einmal einen Blick auf uns heute. Ich hoffe, ich habe in meinen Worten über Schulsportmannschaften keine tiefsitzenden Traumagefühle aufgewühlt. Allerdings stimmt es tatsächlich. Etwas so Einfaches wie das Nicht-Ausgesucht-Werden für ein Team kann bei uns emotionale Narben hinterlassen. Das hat nämlich mit einem völlig grundlegenden und fundamentalen Bedürfnis des Menschseins zu tun, mit dem Bedürfnis, ausgesucht zu werden. Wir wollen irgendwie besonders sein. Wir sehnen uns innig nach Zuneigung und Akzeptanz, Anerkennung und Liebe. Ist das nicht der eigentliche Grund für unsere Verwendung von Instagram und Snapchat? Wenn wir nicht ausgesucht werden, fühlen wir uns wertlos und ausgeschlossen. Und somit tragen wir alle die Narben unserer Zeit in unserem Leben, in denen wir abgelehnt worden sind, in denen wir nicht ausgesucht wurden. Das Verblüffende aber ist, wir sind tatsächlich auserwählt. Wir sind geliebt und angenommen. Und das von dem Einzigen, der wirklich zählt. Er hält uns für so besonders und auserwählungswürdig, dass er den Messias geschickt hat, um für uns zu sterben, damit wir gerettet werden können. Damit er uns aussuchen konnte. Aber er will auch, dass wir in eine persönliche Beziehung zu ihm eintreten. Und weil er sozusagen ein Gentleman ist, überlässt er die Entscheidung uns. Obwohl er uns später im Buch Devarim tatsächlich befiehlt, die richtige Entscheidung zu treffen und ihn auszusuchen. Ja, auch Gott will ausgewählt werden. Er hat uns auserwählt und jetzt gibt er uns die Chance, ihn auszuwählen. Und das alles dank dem Messias, der bewusst den Weg gewählt hat, um an unserer Stelle zu sterben, damit wir einem Gott mit einem Gott wiedervereint werden können, der uns auserwählt hat. Doch diese Geschichte hat noch einen weiteren Bestandteil. Wir als Volk haben ja vielleicht im Ziel unserer Auserwählung versagt. Der Messias jedoch war und wahrhaftig nicht. Dank ihm gilt die Möglichkeit zum Eintritt in eine lebensspendende Beziehung zu Gott nicht nur für unser jüdisches Volk, nein. Dieser Segen hat auch die äußersten Enden der Erde erreicht. Menschen aus jeder Nation auf dem Erdboden glauben an den jüdischen Messias und beten den Gott Israels an. Durch den Messias sind wir dem Rest der Welt zum Segen geworden und wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Dies alles dank ihm. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir alle mit Ablehnung zu tun. Es mag mit Sportmannschaften anfangen, aber letzten Endes erleben wir alle die Ablehnung bei Arbeitsstellen, Beziehungen oder scheinbaren Möglichkeiten. Wie gut ist es dann, wenn wir wissen, wir sind auserwählt worden, wir sind besonders und wir sind geliebt, dank dem Messias. Vollkommen unabhängig von deiner Situation gilt, wenn du auf den Messias Jeschua vertraust, wählst du eine Beziehung, in der du geliebt, wertgeachtet und versorgt bist. Allerdings ist da eine Entscheidung zu treffen und das kann niemand an deiner Stelle für dich tun. Wählst du Jeschua? Wir würden sehr gern von dir hören, wie du dich entschieden hast. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parasha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfuerjesus.de.